Vielen Dank auch an den VDWF und an das Molding Expo Team für die Möglichkeit, hier uns auch zu präsentieren. Ich denke, das Online-Format ist natürlich auch von Vorteil, da wir nicht noch uns lange auf die Autobahn begeben müssen, sondern wir in kurzer Form relativ viel erfahren können. Von der Seite möchte ich alle Zuhörer und Zuschauer recht herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass sich doch so viele auch für die deutschen Vorträge entschieden haben. Und eingehen möchte oder beginnen möchte ich eigentlich mit der Frage, ja, zerbrechen wir uns in der Kunststoffbranche nicht alle auch den Kopf, wie wir eben weniger kapitalintensiv und auch ressourcenschonender produzieren können? Ja, gerade auch uns wird immer wieder die Frage gestellt, wie nachhaltig ist der Werkzeugbau und wie können wir das auch abbilden? Ja, und mit unserem Motto, Molding Your Visions, bieten wir Herr eben dem Markt, Steinebrunner, würden Sie bitte Ihre Folien noch teilen? Die jawohl. sind nämlich. Jawohl. So, jetzt sollten Sie den Bildschirm sehen. Jawohl, jetzt kommt was. Ja, sehr Prima. gut. Jetzt teile ich noch kurz die Bildleiste hier auf die Seite schieben. Super, jetzt müssen Sie den Bildschirm eigentlich ganz gut sehen. Ja? Super. Ja. Wunderbar. Ja, wie gesagt, mit unserem Motto Molding Your Visions bieten wir dem Markt eine breite Lösungskompetenz von eben der ersten Idee, wie eingangs schon erläutert, bis hin zur Serienreife. Ja, und anders als andere Marktbegleiter betrachten wir die Anwendung eben aus der 360-Grad-Perspektive, da eben Bauform auch zwei Disziplinen begleitet ist, einmal als Hauptfeld den Werkzeugbau und eben für den Kunden der Medizintechnik auch die Produktion in einer reinen Umgebung. Ja, und ganz konkret heute eben das Thema zu Rotarik E hoch 2. Die Begriffserklärung komme ich gleich dazu. Und diese Technologie oder mit dieser Lösung und Begleitung des Kunden auch bei der Finalisierung der Artikelkonstruktion haben letztendlich zu einer Einsparung von über 45% geführt. Ja, heute sprechen wir also über zukunftsweisende und ressourcenschonende Werkzeuge und Produktionskonzepte. Ja, und auch unsere Branche, gerade unsere mittelständische Branche, braucht eben Mut zur Innovation und auch Mut zum kontrollierten Risiko. Denn wir brauchen natürlich auch heute eine bessere, eine sinnvollere und auch eine ressourcenschonendere Technik. Und dem Atemzug eben, wie gesagt, was ist Rotarik E hoch 2? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Für das Rotatorik steht eben eine Verdeckelung auf engstem Raum. Ja, Sie sehen es hier jetzt bereits etwas angedeutet, diese vier, ich würde jetzt mal sagen, Schieber erstmal. Ja, und wir tun hier eine rotatorische Bewegung, eine translatorische Bewegung umformen und das Ganze eben über fünf Servoantriebe, um natürlich die ganzen Werkzeugfunktionen auch zu bewerkstelligen. Also hier sehen Sie nochmal die ersten drei und dann auf Düsenseite haben wir nochmal zwei Servomotoren angebracht. Und die dritte Komponente, also das Hoch 2, das steht dann eben für zwei Komponenten. Das heißt, wir haben hier eine Hart-Weich-Verbindung, einmal aus einem Polyolefin und dann mal aus einem thermoplastischen Elastomer. Das heißt, E für Servo, 2 für zwei Komponenten. Und gemeinsam mit unseren Partnern Servomold und Evicon haben wir das Projekt realisiert. Sie sind jetzt hier zunächst das Entwicklungswerkzeug. Und später ist dann auch eine Serienphase angedacht mit 32 bis 32 Kavitäten. Ja, Sie fragen sich jetzt vielleicht, ja, wieso braucht man überhaupt diese Technologie? Für was ist diese Technologie überhaupt gut? Ja, und zunächst einmal soll die Technik ja ein Werkzeug sein, das dem Menschen auch hilft, noch kreativer zu sein. Ja, und hier sprechen wir eben von einer idealen Kombination von 2K, also in dem Fall Core-Back-Technologie, der Servotechnik, wie eingangs schon erläutert, und der finalen Bauteilmontage im Spritzgießwerkzeug. Und hier sehen Sie es nochmal angedeutet. Sie sehen jetzt hier diese vier Finger, die dann hier dann in die Kavität einfahren und das Bauteil verdeckeln. Das sehen wir aber auch später nochmal dann in der Animation, oder die wir noch zeigen werden. Ja, somit ermöglicht eben der Werkzeugbau auch innovative Kundendesigns und befähigt damit den Kunden zur Produktionseffizienz. Ja, ganz konkret bedeutet dies mit der rotatorischen Verdeckelung die finale Bauteilmontage. Wir ersparen uns also das Bauteil
dem Spritzgießen zu montieren, passiert direkt im Werkzeug. Und das ist ja relativ kompakt auf engstem Bauraum. Ja, und dieses Modul hat gerade einmal 325 Quadratzentimeter, soweit eben kompakt gebaut und auch sehr wartungsfreundlich. Man kann die Module auch von vorne dann demontieren, sodass man das ganze Werkzeug nicht komplett ausbauen muss. Und auch später der Heißkanal oder die Düsenanordnung, Sie sehen es jetzt hier ein bisschen angedeutet, die sind nochmal immer kleineren Kreis. Das heißt, gerade auf mal 16 Quadratzentimeter haben wir 5 Düsen untergebracht. Sprich, eine Düse für das Polyolefin und dann eine Düse für 4 Düsen dann für das TPE, für die Weichkomponente. Ja, die angesprochenen Kernkompetenzen bei Braunform, eben auch in Kooperation mit Evicon und Sermult, waren zunächst die Kompetenz bei Braunform, eben auch die finale Produktentwicklung zu begleiten, den Kunden zu unterstützen, eben zu sehen, was braucht er von der Produkt- oder von der Artikelfunktion und was brauchen wir, um eben auch ein neues oder innovatives Werkzeugkonzept zu ermöglichen. Das Ganze ist unter der Maßgabe der ISO 13485 abgelaufen, also mit entsprechender Risikomanagementbetrachtung, um eben auch die Produktsicherheit seitens des Werkzeuges und natürlich auch über ein Design History File dann auch die Veränderungen am Artikel Design, wann welcher Schritt zu was geführt hat. Und da kann man eben auch die Ergebnisse viel besser monitoren, überblicken und auch bewerten und natürlich dann auch verifizieren und validieren am Ende und eben gemeinsam mit den Partnern zum einen die Integration der vielen elektrischen Antriebe. Ich denke, 5 Servomotoren auf diesem kleinen Bauraum ist natürlich jetzt zunächst erstmal recht viel. Es bleibt aber bei 5 Motoren auch beim großkapitaligen Werkzeug. Ja, und letztendlich auch dann mit dem Heißkanal, das Handling von kleinen TPE-Teilegewichten. Wir sprechen hier von ca. 0,02 Gramm pro Kavität. Gut, und weshalb ist eben diese Technologie auch so interessant für den Verarbeiter? Der muss ja schließlich auch Geld damit verdienen. Ja, zunächst natürlich hat er das klassische Produkt, das war ein Unterteil. Es war eine Silikonmembrane und dann nochmal ein Oberteil. Alle 3 Teile wurden separat hergestellt, wurden dann über eine Montagemaschine montiert und auch verschweißt. Und die Aufgabe an uns war dann eben, aus diesen 3 Artikeln einen Artikel zu machen, sodass er eben auf einer Maschine ein fixes, fertig montiertes Bauteil bekommt. Und somit benötigt er eigentlich nur eine Produktionsanlage, bestehend aus einem 2K-Werkzeug und einer Spitzgießmaschine und eben nicht mehr diese 3 Werkzeuge oder 3 Maschinen und auch keine Montagemaschine mehr. Das heißt, ein einteiliger Artikel. Ja, und was ist der wirtschaftliche Nutzen davon? Sicherlich alle Produktionsfaktoren, ja, werden auch positiv beeinflusst. Die Zugriffszeit bei dieser Anwendung liegt gerade mal bei 8 Sekunden. Ja, wenn man sich dann die Werkzeugabläufe nochmal vorstellt mit den 5 Servomotoren, das alles unterzubringen, sehen wir später aber auch nochmal, war doch auch relativ trivial. Ja, weniger Produktionsfläche natürlich für den Kunden. Ne? Produktionsfläche ist natürlich teuer, gerade auch insbesondere in europäischen, aber auch in anderen Ländern versucht man natürlich auf engstem Raum möglichst viele Teile zu produzieren und natürlich auch die Verringerung des Investitionsvolumens. Da wir ja weniger Werkzeuge, Maschinen und auch Montageanlagen brauchen. Ja, und daher im Fazit gut 45% Kostenersparnis. So, und deshalb schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben da ein bisschen gerechnet, dank der Hilfe unseres Controllings und natürlich auch unserer Erfahrung mit der eigenen Produktion, haben wir diese beiden Alternativen auch mal verglichen. Ich denke, die Übersicht, was die Investition anbelangt, ist recht einfach. Es geht einmal um die Alternative 1, das ist die 2K-Lösung. Da haben wir eben die Kosten zur Spritzgießmaschine betrachtet, Beschaffungskosten, Personal, Energiekosten, Wartungskosten und für das Werkzeug dann auch die, klar, auch Beschaffungskosten, Wartungskosten, gegebenenfalls Ersatzteilkosten. Und dann eben die Alternative 2, das war dann die traditionelle Fertigungsweise, mit eben diesen 3 Artikeln, Unterteil, Oberteil, die Silikonmembrane und auch die Montagelinie. Und wenn man jetzt die
beiden gelben Zellen allein vergleicht, allein von der Investition her, sind wir da schon mal irgendwo ein Stück weit bei der Hälfte. Ja, wenn man sich das auch als Werkzeugmacher vor Augen führt, dann sieht man doch, wie innovativ auch der Werkzeugbau unterwegs ist und was hier auch ermöglicht wird in den mittelständischen Betrieben. Ja, in der Berechnung oder in der Kalkulation der Artikelkosten sieht das Ganze dann wie folgt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie jetzt alle Zahlen hier auch so lesen können. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall die Herstellungskosten im Prinzip kalkuliert. Wir haben beide Varianten hier verglichen. Eben im hellblauen Feld die 2K-Variante und im rosanen Feld dann die traditionelle Variante mit den drei Linien und der Montagelinie. Und da sieht man den kalkulierten Preis pro Stunde eben im Vergleich von den 260 oder knapp 260 Euro zu 360 Euro. Das sind so gut 40-45% Unterschied. Und auch beim kalkulierten Preis pro Teil dann nochmal deutlich zu sehen. Also somit konnten wir eigentlich gemeinsam mit dem Kunden der Kooperation am Ende der Designphase in Verbindung dann mit der Werkzeugtechnologie deutliche Einsparungen erzielen. Gut, dann kommen wir aber wieder zurück zur Technik. Geht ja heute auch vor allem um Innovation. Und da nochmal ganz im Überblick und damit auch jede Funktion nochmal übersichtlich erscheint hier. Deswegen die Einführung nochmal aus der Helikopterperspektive. Das ganze Werkzeug hat eine CE-Kennzeichnung. Und die Werkzeugstruktur eben düsenseitig sieht so aus, dass wir ein Heißkanalsystem haben. Eine Düse für das Polyolefin, 4 Düsen für die Weichkomponente. Ein Servo, oder mit einem Servo treiben wir den Nadelverschluss an, den zweiten Servo für den Cobec dann. Und dann haben wir noch einen pneumatischen Auswerfer, um die Teile auf die Auswerferseite zu bekommen. Und auf der beweglichen, also sprich auf der Auswerferseite, haben wir ein Servo für auch einen Cobec-Kern. Wir brauchen den Servo noch, den zweiten Servo für das Anheben des Deckels oder des Lids und auch um den Kaltkanal auszuwerfen und den dritten Servo dann zur Verdeckelung des Bauteils und letztlich wirft dann der Maschinenauswerfer die Teile dann aus. Ich bedanke mich somit für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen auch gerne noch für Fragen zur Verfügung.